Morgen, Leute, wir sind nicht jetzt gerade immer noch in Italien, aber heute ist leider unser Abfahrtstag. Die Sonne ist aber leider auch draußen, aber eigentlich wäre es ja geiler, wenn schlechtes Wetter wäre. Oh Mann, auf jeden Fall, das Wochenende war richtig, richtig cool, es hat einfach richtig Bock gemacht. Wir haben einfach nur gechillt, geredet, gefeiert, dass wir unser Abi fertig haben und alles. Es war einfach Hammer. Es war, glaube ich, das Beste, was man hätte machen können nach dem Abi. Und ja, wie gesagt, ich habe das Wochenende lang jeden Tag gefilmt und schneide dann wahrscheinlich auch für jeden Tag noch ein Video. Und jetzt weiß ich einfach immer noch nicht, wann ich jetzt die Videos euch zeige. Also ich hoffe auf alle Fälle, dass wenn das Video raus ist, dass schon das Video zu meinem Abischnitt auch schon raus ist. Weil das will ich heute noch, wenn wir ankommen, einfach heute Abend rausbringen. Es war ja so, es kam ein Vorschlag, dass ich mit den regulären Vlogs aufhöre. Aber die Woche ist der Abiball noch und noch der Abi-Streich. Und aus dem Grund will ich einfach nicht mit den regulären Vlogs aufhören. Das heißt, es kann sein, dass sich die Italien-Vlogs noch um eine Weile nach hinten verschieben, bis ich entweder wieder mal kein Internet habe oder dass ich halt wirklich mal in einer Woche, wo weniger los ist, dann die 3 Tage Italien-Vlog raushaue. Also mal wieder genug gelabert. Wir räumen uns dann hier noch alles auf, packen unseren Rucksack, frühstücken noch was und gehen dann heim. Leider. Tschüss, Haus. Tschüssi. Da vorne laufen jetzt gerade die andere heim. Und wir haben jetzt das ganze Haus wieder abgedichtet, alles sauber gemacht, Abwasch gemacht und alles. Hoffentlich auch nichts vergessen. Und jetzt laufen wir dann erstmal wieder runter und fahren dann nach Hause. Es ist jetzt gerade noch relativ früh. Ich glaube gerade erst zu 12 Uhr oder so. Aber dann sind wir wenigstens früher daheim. Das ist immer gut. Ich stehe mal wieder im Stau. Wie immer. Ich glaube, irgendjemand hat da vorne einen Unfall gebaut. Auch wieder direkt vor uns. Wie ist das letzte Mal? Auch schon jemand einen Unfall gebaut. Idiota. Spaß, du. Also, wir stehen jetzt hier erstmal eine Weile. Ich bin hier endlich mal produktiv. Ich schneide jetzt gerade, habe den ersten Vlog hinter mir vom ganzen Wochenende und die anderen kommen jetzt auch noch. Und wann kommen wir an? Laut Navi kommen wir 16.47 Uhr an und mal schauen, ob das so bleibt. Wir sind gleich da. Noch eine halbe Stunde. Ja. Ja. Mann, ist das schön. Ein weiteres Mal im Stau. Hammer. Wir kennen ja schon gar nichts mehr anderes. Deutschland. Oh, genau. Und das Allerschlimmste ist, dass Max 2 Autos vorne dran ist und wir ihn überholen wollen, aber er uns nicht Platz macht. Geht gar nicht. Aber jetzt ist ja sowieso. Jetzt stehen wir sowieso. Ich bin jetzt endlich wieder hier in meinem geliebten Zuhause. Jawohl. Wir sind, glaube ich, ungefähr 5 Stunden oder sowas gefahren und ich bin schon länger hier, habe mich auch schon umgezogen. Und ja. Wir machen jetzt dann erstmal noch was zu essen, weil ich habe richtig, richtig Hunger. Und es gibt nix. Ne, es gibt Flammkuchen. Und Kimi ist auch wieder da. Also ich bin wieder da. Aber ich sehe Kimi wieder. Ging's dir gut? Tim, hast du gut behandelt? Mhm. Ich habe Snacks für sie gekauft. Ins Maxen. Echt? Ja. Wie ganz Dollar! Ja! Wenn ihr welche gegeben wird, sind vorne bei dem Schuh. Komm, Kim! Snacks! Geht noch einer? Bisschen.
Jetzt magst du mich auch. Der Moment, wenn man den Abspann machen will und der Bruder irgendwas sucht, mit dem er mich abschmeißen kann. Oh Mann. Also wir haben am Ende, wir haben es gerade noch gegessen und wegen vorhin, wir haben am Ende, natürlich haben wir Max noch überholt, ganz klar. Und ja, ich beende jetzt dann schon den Vlog, weil ich mit dem neuen, also mit dem von morgen dann jetzt schon anfange. Und falls ihr wissen wollt, wieso, dann müsst ihr natürlich den Vlog von morgen anschauen, aber ihr werdet dann merken, wieso ich das Ganze gemacht habe. Genau. Der Moment, wenn man den Abspann machen will und der Bruder irgendwas sucht, mit dem er mich abschmeißen kann. Oh Mann. Also wir haben am Ende, wir haben es gerade noch gegessen und wegen vorhin, wir haben am Ende, natürlich haben wir Max noch überholt, ganz klar. Und ja, ich beende jetzt dann schon den Vlog, weil ich mit dem neuen, also mit dem von morgen dann jetzt schon anfange. Und falls ihr wissen wollt, wieso, dann müsst ihr natürlich den Vlog von morgen anschauen, aber ihr werdet dann merken, wieso ich das Ganze gemacht habe. Genau, ich muss ehrlich sagen, der Urlaub war einfach richtig, richtig, richtig geil. Das war wirklich, wir haben einfach nur gechillt und sowas und selber gekocht und es hat wirklich, war richtig geil, haben uns gesonnt. Ich habe glaube auch ein bisschen Farbe bekommen, auch hier. Ja, hat sich auf alle Fälle gelohnt und jetzt ist aber auch wieder geil hier zu sein. Das ist nach dem Urlaub einfach immer so, vor allem bei mir so. Was außerdem wirklich hammer, hammer hart ist, ich habe gerade auf die Abonnenten geschaut und wir haben übers Wochenende, wo ich weg war, davor hatten wir glaube 190 und sind jetzt einfach schon über 200. Also ich glaube jetzt haben wir 214 heute schon, was einfach so, so hart ist. Oh, oh. Ich glaube, er hat nichts gefunden. Auf jeden Fall, das ist wirklich richtig, richtig hart. Danke an alle Neuen, immer wieder. Es ist einfach Hammer und teils weiter so hart, teils an eure Freunde, teils an alle, an jeden. Teils einfach so weiter, dass mein Kanal irgendwann richtig, richtig groß wird. Das war explodiert, wie der Team sagt. Ja, geil. Also Leute, ich hoffe auf alle Fälle euch geht's auch genauso gut wie mir in der letzten Zeit. Und ihr geht hoffentlich auch bald in die Ferien. Es sind ja auch bald Sommerferien. Genau, ich würde dann einfach mal sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Was sagst du dazu? Wahnsinn. Ciao.